Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute in einer Woche ist es wieder soweit, die FNCS in Season 3 startet dann nämlich. Diese Season ist es ja wieder eine Solo-FNCS und dazu werde ich euch in diesem Video alles zeigen, was ihr wissen müsst. Unter anderem werde ich euch natürlich das Format erklären und ich werde euch dann natürlich auch erklären, wie man Preisgelder mitnehmen kann und wann es überhaupt die Preisgelder gibt. Und zusätzlich werde ich natürlich auch zu allen weiteren Competitive News keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne natürlich auf diesem Kanal ein Abo da lassen. Beispielsweise gibt es auch noch zwei weitere Cups, die ich euch auch noch erklären werde. Dazu wird auf jeden Fall auch noch sehr, sehr wahrscheinlich die nächsten Tage ein Video folgen. Also wie gesagt, wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne auf diesem Kanal ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Wir sind auch ziemlich kurz vor den 1500 Abonnenten. Da fehlt auch wirklich überhaupt nicht mehr viel und zusätzlich dazu bin ich natürlich auch immer live auf Twitch. Also wenn ihr dort auch nichts verpassen wollt, checkt den ersten Link in der Videobeschreibung aus und lasst natürlich auch vom Twitch-Kanal ein Follow da. Und um es dieses Mal wirklich für jeden verständlich zu machen, wie das ganze Format funktioniert, habe ich mich rangesetzt und habe eine richtig übersichtliche Folie gemacht, die hoffentlich sehr, sehr verständlich ist und ich glaube, man kann es allein schon von dieser Folie allein sehen, wie das Ganze funktioniert. Trotzdem werde ich euch jetzt alles einmal Step by Step erklären, wie man das Ganze hier sehen muss und ich würde sagen, wir beginnen einmal mit den Qualifiers, also wie überhaupt die Folie aufgeteilt ist, ist ganz einfach. Oben links sind einmal die ganzen Qualifiers, darunter ist dann das Finale, dann rechts daneben Termine, darunter das Placement-System, rechts daneben dann noch die Preisgelder, also relativ simpel. Wie gesagt, bei den Qualifiern haben wir dann einmal insgesamt 4 Qualifiers, ähnlich schon wie bei den ganzen letzten Seasons. Dieses Mal ist es allerdings besonders, denn wir haben nicht 4 Wochenenden, worüber das Ganze geht, sondern tatsächlich nur 2 Wochenenden und diesmal ist es eben halt so, dass es eben halt Samstag und Sonntag jeweils ein Qualifier gibt. Das heißt, das erste Qualifier startet dann Samstag den 1.8., wie gesagt, in genau einer Woche. Dann beginnt das zweite Qualifier direkt am 2.8., also dem Sonntag in einer Woche. Dann am Samstag, den 8.8. in 2 Wochen ist das dritte Qualifier und am Sonntag, dort ist ein kleiner Fehler, egal, auf jeden Fall am Sonntag, den 9.8. ist dann das vierte Qualifier und an diesen ganzen Tagen hat man eben halt die Möglichkeit, sich fürs Finale zu qualifizieren und das Ganze, was ihr dort oben in diesen einzelnen Spalten seht, das ist alles an genau den gleichen Tagen und das erste, was man eben halt braucht, um daran überhaupt teilzunehmen, ist eben halt einmal, dass man die Champion Liga braucht. Ansonsten kann man logischerweise eben halt nicht an der Champion Series teilnehmen. Auf jeden Fall beginnt dann die erste Runde von 12 bis 14 Uhr. Insgesamt hat man dort 7 Matches, die man spielen kann. Das heißt etwas anders. Normalerweise hat man ja 10 Matches in 3 Stunden. Jetzt eben halt nur 7 Matches in 2 Stunden. Sollte auf jeden Fall aber trotzdem ganz nice sein, weil man jetzt eben halt wirklich 3 verschiedene Sachen an einem Tag spielen muss. Und danach, wenn man dann eben halt es schafft, in dieser ersten Runde unter den Top 3000 zu sein, das heißt, wenn man in diesen 7 Matches und unter den Top 3000 gekommen ist, dann schafft man es, in die zweite Runde aufzusteigen. Das Ganze geht dann von 15 bis 17 Uhr, auch wieder 7 Matches, genau das gleiche Format. Und dort spielt man dann nur noch gegen die Top 3000 des jeweiligen Qualifiers. Da hat man natürlich immer jedes Mal wieder aufs Neue die Chance, sich zu qualifizieren. Und wenn man es dann dort raus auch in die Top 100 geschafft hat, das heißt von diesen Top 3000, die schon aus der ersten Runde weitergekommen sind in die zweite Runde und wenn man dann in der zweiten Runde auch noch dort unter den Top 100 ist, dann schaffen wir uns in die dritte Runde weiter und das Ganze findet dann von 18 bis 21 Uhr über 6 Matches statt. Ähnliches Prinzip wie auch häufig, wenn es eben nur insgesamt eine Lobby gibt, 15 Minuten nach dem Start, das heißt um 18.15 Uhr beginnt die erste Runde und danach startet alle halbe Stunde wieder das nächste Match, das heißt dort muss dann auf jeden Fall immer pünktlich da sein. Wenn das Game dann kurz davor crasht, dann hat man nun mal Pech und die Runde kann eben halt nicht gewertet werden. Auf jeden Fall spielt man dann dort eben halt wirklich nur noch gegen die allerbesten Spieler und wenn man es dann dort tatsächlich schaffen sollte, in den Top 50%, also der Top 50 zu kommen, dann hat man es eben halt geschafft und ist im Finale. Allerdings, wenn man selbst nach den 4 Qualifiers nicht geschafft haben sollte, sich in die Top 50 zu qualifizieren, hat man natürlich immer noch die Möglichkeit über die Champion Series Bestenliste. Zur Champion Series Bestenliste kommt ihr, wenn ihr einmal auf die Website von Epic Games geht, also auf die News Website, die Fortnite Wettkampf Website geht und dann auf die FNCS Startseite einmal geht und dort könnt ihr dann einmal auf Bestenlisten klicken und dann könnt ihr hier einmal die Series Bestenliste anklicken, sobald die eben halt verfügbar ist und daraus kann man sich dann eben halt auch qualifizieren. Dabei ist es eben halt so, dass je nachdem, wie man eben halt in den ganzen Runden
unten spielt. Also je nachdem, wo man hier plays, bekommt man eben halt Punkte und man kann sich die dann eben halt über die 4 Wochen zusammensammeln. Das heißt, wenn man immer irgendwie Top 100 kommen sollte, also jedes Mal in der dritten Runde ist und dann jedes Mal Top 51 wird, hat man trotzdem eine sehr, sehr gute Chance, sich am Ende immer noch zu qualifizieren. Und das Ganze beginnt eben halt schon, glaube ich, ab der Top 10.000. Das heißt, selbst wenn ich hier in der ersten Runde nicht weiterkommt und dort nur unter den Top 10.000 seid, dann bekommt ihr schon ein paar Punkte und die Runde ist dann eben halt, beziehungsweise das Qualifier ist dann eben halt nicht komplett umsonst gewesen. Und wenn ihr es dann eben halt schafft, unter den 200 Besten aus dieser Champion Series Bestenliste zu sein, dann schafft ihr es eben halt auch noch ins Finale. Das heißt, wenn ihr über die 4 Qualifiers wirklich konstant gespielt habt, habt ihr auch eine sehr, sehr gute Chance. Außerdem wird diese Top 200 auch noch erweitert dadurch, dass wenn sich mehrere Leute häufiger qualifizieren sollten, also wenn zum Beispiel ein Benji Fishing, Mr. Savage einmal in 4 Qualifiern sich qualifiziert, dann fehlen natürlich Plätze, weil dann eben halt die Leute schon qualifiziert sind und diese fehlenden Plätze werden dann eben halt noch zu den Top 200 rangefügt. Das heißt, es werden dann am Ende vielleicht Top 220 aus der Champion Series Bestenliste sein oder vielleicht sogar noch mehr und je nachdem eben halt wie viele sich doppelt qualifizieren, kommen dann eben halt mehr dann auch aus der Champion Series Bestenliste weiter. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr nach 4 Qualifiers eben halt es nie geschafft habt, Top 50 zu erreichen, habt ihr trotzdem immer noch eine Chance, dort dran teilzunehmen. Deshalb haltet auf jeden Fall Ausschau auch immer auf die Champion Series Bestenliste. Und wenn ihr es dann eben halt tatsächlich geschafft haben solltet, dann ist die nächste Runde am 14.8. und 15.8. Das ist dann also dementsprechend der Freitag und der Samstag, eine Woche nochmal später. Dort sind dann die 4 Heats. Das Ganze läuft so ab, ähnlich schon wie in den letzten Seasons, aus den insgesamt 400 Spielern, logischerweise eben mal 200 durch die Direktqualifikation und 200 aus der Champion Series Bestenliste oder wie das eben halt dann angeglichen wird, je nachdem, ob sie welche doppelt qualifizieren oder nicht. Daraus entstehen dann eben halt insgesamt 400 Spieler, die in diesem Finale sind. Das Ganze wird dann eben halt aufgeteilt in insgesamt 4 Heats. Dort kann man Glück haben, dass man vielleicht mit gar keinem Mr. Savage, mit keinem Benji Fish, mit keinem Mongrel und so zusammenkommt, sondern im Prinzip nur mit den schlechtesten Gegnern. Und man kann natürlich auch Pech haben und nur in der Lobby sein, wo wirklich die krassesten Pros sind. Allerdings ist es alles Glück, das wird ganz einfach zusammengewürfelt, das heißt, dort kann man Pech und Glück haben und spielt dann eben halt entweder gegen die Besseren oder gegen die Schlechteren. Normalerweise müsste es aber eben halt eher der Durchschnitt sein und dann spielt man eben halt mit diesen ganzen 100 Spielern, die dann eben halt dort drin aufgeteilt sind, immer wieder die 6 Matches, die immer gleichzeitig starten, ähnlich wie schon das Prinzip, das auch hier stattfindet. Das Ganze ist noch nicht angekündigt, deshalb gibt es noch keinen bestimmten Zeitrahmen, wann das stattfinden wird. Ich gehe aber mal davon aus, dass es in irgendeinem ähnlichen Zeitraum wie das hier stattfinden wird. Und es wird eben halt so sein, dass 2 Qualifiers bzw. 2 Heats am Freitag stattfinden werden und 2 dann noch am Samstag stattfinden werden. Wenn man es dann eben halt unter diese Top 25 aus dem eigenen Heat geschafft haben sollte, dann hat man es endlich geschafft und ist im Finale. Das heißt am 16.8., das ist ein Sonntag, dort hat man es dann geschafft und kann am Finale teilnehmen. Das Ganze sind dann auch wieder 6 Matches, über 3 Stunden, das klassische im Prinzip. Und man spielt dann eben halt gegen die Top 25 aus den ganzen anderen Heats. Das heißt, es ist wirklich ein sehr, sehr langer Weg, bis man da hinkommt. Wie gesagt, zusammengefasst, man muss aus der ersten Runde einmal in die Top 3000 kommen, dann kommt man in die zweite Runde. Wenn man es dort in die Top 100 schafft, schafft man es in die dritte Runde. Wenn man es dort dann in die Top 50 schafft, schafft man es in die Heats. Oder wenn man alternativ in der Top 200 aus der Champion Series Bestenliste ist, dann schafft man es auch in die Heats. In den Heats wird es dann eben halt einmal auf insgesamt 4 Heats aufgeteilt und wenn man dort dann in seinem eigenen Heat unter den Top 25 ist, dann hat man es ins Finale geschafft. Also sehr, sehr lange Zeit, bis man dann irgendwann dort angekommen ist. Das Ganze findet, wie gesagt, über 3 Wochenenden statt und das ganze Bewertungssystem ist tatsächlich relativ ähnlich wie alles andere in dieser Season auch. Epischer Sieg bringt 14 Punkte, ansonsten die ersten Placement Punkte bringen alle 1 Punkt, bis dann eben halt zum, nur der Sieg bringt dann mehr Punkte, ansonsten alles bringt 1 Punkt erstmal nur und 1 Punkt gibt es dann auch nochmal zusätzlich pro Kill mit einer Maximal-Kill-Punktzahl von 20.
es kann tatsächlich sein, dass das noch geändert wird. Beispielsweise bei den Daily Cups wurde es jetzt auch wieder abgeändert. Ab heute wird es nämlich so sein, dass man bei den Daily Cups auch wieder mehr als 20 Killpunkte machen kann. Ich glaube allerdings, dass es so oder so relativ schwierig sein wird, in der FNCS mehr als 20 Kills zu machen, weil es eben halt echt stacked werden kann. Und man bekommt eben halt tatsächlich relativ schnell Preise, nämlich alle, die schon in der Runde 3 sind, also die eben halt es geschafft haben, unter den Top 100 zu kommen, die bekommen alle schon $200 und man muss eben halt, man kann wirklich auf dem 100. Platz in der dritten Runde sein und dann hat man es trotzdem geschafft. Es ist natürlich trotzdem nicht leicht, das Ganze insgesamt zu schaffen und der erste Platz bekommt dann dort schon sogar $5,000 und das ist eben halt erstmal nur der Beginn. Denn der erste Platz, der eben halt diese $5,000 direkt bekommt, ist ja auch automatisch qualifiziert und alle, die es eben halt geschafft haben ins Finale, bekommen instant $1,000. Das heißt, die besten 400 Spieler aus Europa bekommen instant $1,000, was echt schon eine ganz schöne Menge ist. Und der erste Platz bekommt dann eben halt sogar $80,000. Und diese Season ist also eben halt etwas mehr aufgeteilt. Im FNCS Invitational war es so, der erste Platz hat etwas mehr bekommen. Dafür war es eben halt nicht auf ganz so viele aufgeteilt. Diesmal ist es ein bisschen mehr auf viele aufgeteilt. Und deshalb bekommen eben halt schon wirklich alle in den Heats $1,000, was auf jeden Fall wirklich ein ansehnlicher Preis ist. Und wie gesagt, das Ganze ist eben halt auch noch auf PC und Konsole splittet. Das heißt, wenn ihr auf Konsole spielt, müsst ihr auch nur gegen Konsolengegner spielen und ihr bekommt trotzdem das gleiche Preisgeld, was ehrlich gesagt ein bisschen unfair ist, weil PC-Spieler mehr für ihr Setup ausgeben und generell es schwieriger haben. Es gibt mehr Konkurrenz auf PC und deshalb finde ich es eigentlich ein bisschen schade, dass es immer die gleichen Geldpreise gibt. Ich meine, logisch, dass der erste Platz vielleicht trotzdem das gleiche bekommt, aber dass dann wirklich 400 Spieler auf Konsole auch noch die $1,000 bekommen, das finde ich ein bisschen unfair, weil es wirklich es ist tausendmal leichter auf Konsole die Top 400 zu erreichen als auf PC. Deshalb finde ich es etwas schade, trotzdem ist es eben halt wirklich genau gleich splittet. Das heißt, ihr müsst nicht traurig sein, wenn ihr auf Konsole seid. Ihr habt wirklich extrem gute Chancen darauf. Es gibt keiner bei euch, der 240 Hertz hat. Das heißt, ihr habt keinen Nachteil zu irgendjemandem auf Konsole. Deshalb würde ich sagen, hier gut Preisgeld auf Konsole mitzunehmen, ist um einiges leichter als auf PC. Das ist dann auch eigentlich schon alles, was man dazu wissen muss. Es wird wahrscheinlich aber auch noch demnächst in der nächsten Woche irgendwann ein Video geben, wie man es schafft, möglichst hoch in diesen FNCS-Turnieren zu placen, damit man sich natürlich möglichst leicht qualifizieren kann. Ich muss dann schauen, wann ich das Ganze schaffe. Auf jeden Fall, wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, lasst hier gerne ein Abo da. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst hier auch gerne eine Bewertung da. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.